Und damit bewegen wir uns weiter, und zwar in Richtung des Sektors Energy. Und ich begrüße den Bereichsleiter im FUE-Bereich Energie am Institut für Informatik in Oldenburg, Office, und zwar Dr. Jürgen Meister. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Standardisierung der IT-OT-Architekturen, da ist er schon, von Energiesystemen. Jetzt geht es also um Energy. Bitte sehr, Ihnen gehört die Bühne. Ja, vielen Dank für die Einführung. Ja, willkommen von meiner Seite. Ich werde heute vorstellen eines unserer größeren Projekte, das auch über 5 Jahre läuft, und wir haben da jetzt gestartet mit dem Thema Digitalisierung der Wärmewende am Beispiel von Wohnquartieren, auch am Beispiel der Städte Oldenburg und Bremen. Und da geht es darum, dass Sektorkopplung ohne Digitalisierung nur schwer vorstellbar ist. Es war jetzt auch die Frage im Prinzip, ob die Energie und Digitalisierung unabhängig voneinander sein werden. Ich glaube nicht wirklich, weil wenn man jetzt in Kleinteiligkeit reingeht und auch die Effizienz heben will im Wärmesektor und anderen Sektoren, das muss vernetzt werden. Und das geht dann über die digitale Nervensysteme. Ja, die Wärmewende ist eine der zentralen Säulen der Energiewende. Das heißt, das Dreieck der Energieeffizienz hatten wir ja heute schon gesehen. Zum einen muss das deutlich weniger machen, man muss substituieren. Das heißt, Mehrfachverwendung von Energie im nachgelagerten Prozessen muss optimiert werden. Die Gebäudebaustruktur muss verbessert werden, auch die Steuerung von Anlagen muss verbessert werden. Meine Eltern haben letztes Jahr sich neue Gasheizung eingebaut, war ein Fehler, aber die neue Heizung ist jetzt gefühlt um die Hälfte sparsamer, obwohl im Gebäude nichts gemacht. Ich vermute mal, das liegt rein an den Steuerungsalgorithmen in der Anlage. Das kann ich mir sonst nicht erklären. Ja, und hier spielt, wie gesagt, neben der Sanierung um Einsparen die Digitalisierung eine wichtige Rolle. Und einer der unterschätzten Punkte in dem Themengebiet ist die Smart Metering-Infrastruktur, ist meine persönliche Einschätzung und auch einer der wichtigen Punkte, den ich so sehe. Aktuell konzentriert sich die Politik nur an die Datenerfassung und datenschutzkonformer und sicherer Datenerfassung und Weitergabe. Aber viel spannender sind die Sachen, die Möglichkeiten, die die Smart Meter Gateways bieten. Aber da komme ich später noch etwas ausführlicher dazu. Der andere Punkt ist, Digitalisierung ist im ganzen Sektor wichtig. Zum einen angefangen mit dem Building Information Models, wo man dann schon die Sanierungsmaßnahmen oder noch Bauten schon digital von vornherein plant und auch schon durchsimuliert und sagt, wie wird der Energieverbrauch, wie viel, welche Komponenten braucht man, bis hin zu dem üblichen KNX-Thema, wo man dann schimpft, man kriegt nicht genug Handwerker, die die KNX-Steuerungsanlage in seinem Smart Home programmieren kann, und die Kollegen dann oft reingehen müssen und selber das programmieren in ihrer Freizeit. Ja, und die offene sektorenübergreifende Nutzbarkeit. Zum einen ist, man muss dann zwischen Vielzahl von Akteuren die Daten austauschen. Das ist das Thema Datencontainer. Sehr spannend, und noch viel spannender wird das ja dann dadurch, dass man auch die APIs zwischen den ganzen Akteuren, die da mitspielen, müssen auch standardisiert sein. Sonst sind wir in der Falle, wie der mein Vorredner dann erwähnt hat, wenn die Integrationskosten größer als null sind, dann macht man das nicht. Zu meiner Zeit in der Industrie, vor jetzt 2008, war die Diskussion, als die virtuellen Kraftwerke hochkamen, ja, die Anbindung der Schnittstellen und die Integration von Kleinanlagen macht keinen Sinn, weil das sind jedes Engineering- und Projektierungskosten um die 3.000 Euro, einfach nur um eine Anlage ans Netz zu bringen und ins virtuelle Kraftwerk zu integrieren. Wir hatten damals für uns entschieden, keine Anlage unter 50 kW, weil das ist nicht wirtschaftlich. Und da muss man auch wieder hin, nicht nur bei den Daten, sondern auch bei den Schnittstellenankopplung. Und wenn wir in die Gebäude reingehen, dann wird das noch engteiliger. Was machen wir in dem Projekt Wärmewende Nordwest? Da arbeiten wir in den sogenannten Forschungsfeldern. Das ist ein riesiges Konsortium, und da decken wir im Prinzip so
praktisch das ganze Spektrum an Digitalisierungsaufgaben, die da notwendig sind. Das Forschungsfeld 1, digitale Beratungsangebote und Energieeffizienzoptimierungen, da geht es da rein, dass man dann den Anwohnern oder auch dem Kleingewerbe Optionen anbietet, um zu analysieren, gibt es da noch Potenzial. Da sind mit den Bautechnikern und mit Katasterämtern wird dann das Stadtgebiet erfasst, wo man dann sagen kann, ja, da könnte sich noch eine PV-Anlage lohnen. Dass der Gebäudebestand ist so und so alt, da könnte man mit wenig Effizienz oder Verbesserungspotenzial und Empfehlungen erarbeiten. Das arbeiten mehrere Firmen daran. Sprich, das ist eine regionale Plattform als Ziel, wo man den Austausch macht und die Firmen zusammenbringt. Das ist der eine Punkt. Das zweite Forschungsfeld, was vom Office direkt bearbeitet wird und von den Kollegen bei mir aus dem Bereich, da geht es um Mehrwertdienste für kommunale Wohnungswirtschaft. Und da bin ich jetzt wieder bei dem Thema Nutzung der Smart Meter Gateway Infrastruktur, nicht nur für Zählerfernauslesung, sondern auch um jetzt Mehrwertdienste anzubieten über die Plattform. Da gibt es dieses Thema CLS-Kanal, der wird heiß diskutiert bei BMWK und bei BSI und da gibt es Diskussionen mit der Mehrwertbox, aber wenn man ehrlich ist, ist das Ding an sich eigentlich genial. Zum einen ist das so, man kann mehrere CLS-Kanäle technisch definieren, die für jeden Use Case ein eigener CLS-Kanal und man kann auch nicht regulierte Use Cases darüber umsetzen. Der Vorteil von dem ganzen Geschichte ist, dass die Security-Anforderungen extrem gut sind und extrem hoch sind und dem Stand der Technik entsprechen. Das geht ja da so weit, dass man die Kryptochips, die da verwendet werden, in Europa erstellt sein müssen. Sprich, dann kann man sich auch die ganze Diskussion mit Huawei oder nicht Huawei sparen. Es mag sein, dass es über Huawei IP-Kanäle geht, aber verschlüsselt wird es mit europäischen Chips. Das heißt, China kann es nicht abhören. Allerdings ist das so, dass es relativ kostenintensiv und viele Mehrwertdienste davon zurückscheuen, das einzusetzen, auch die virtuelle Kraftwerksbetreiber. Meine Empfehlung wäre, wenn man Geschäftsführer eines virtuellen Kraftwerks ist, dann voll da reinzugehen, dann ist man auf der sicheren Seite. Das ist zum Thema Stand der Technik. Und dann kommt das nicht so zu Diskussionen wie 2008 in einem meiner ersten Projekte. Ja, Sie haben ja ein virtuelles Kraftwerk. Benutzen Sie auch VPN? Was ist VPN? Die haben unverschlüsselt kommuniziert mit ein paar größeren Anlagen. Gut, die haben es dann innerhalb von 3 Tagen umgestellt, glaube ich, nach dem Termin. Aber das war dann so die Geschichten, wo man dann denkt, nee. Und da ist die Smart Metering, das Ding hätte nicht Smart Metering heißen sollen, sondern Security Gateway oder Cyber Security Gateway benannt werden müssen für Energiewirtschaft oder auch darüber hinaus. Und das ist das. Dann in den Forschungsfeldern 3 und Forschungsfeldern 4 geht es darum, Campusareale und Ähnliches zu machen. In Forschungsfeld 3, da ist die Jade Hochschule in Oldenburg, die haben sehr starke Bautechnik, die gehen da rein mit den Methoden der Digitalisierung, der Gebäudeplanung, der Automatisierung innerhalb von Gebäuden rein und entwickeln so Standards und Empfehlungen, Best Practices, wie digitalisiert man, wie plant man die Renovierungsmaßnahmen, wie viel kann man mit Automatisierung innerhalb eines Gebäudes abdecken und Ähnliches. Dem Forschungsfeld 4, das ist von der Universität Oldenburg, da geht es darum, wie man mit lokalen Energieanlagen die Wärmekopplung hinbekommt, sprich Kopplung von PV-Anlagen, Kopplung von diversen anderen Anlagen und intelligentes Aussteuern von denen. Und da ist eines der Forschungsschwerpunkte an Office und an der Uni Oldenburg das Thema agentenbasierte Steuerung, wo dann die Kraftwerke, das heißt, ich nenne es mal so, virtuelle Kraftwerke nicht mal von der Zentrale gesteuert werden, sondern wo die Anlagen quasi als digitale Agenten mit ein wenig KI abgebildet werden und die sich miteinander selber aushandeln, wie sie sich optimieren und Ähnliches. Das ist, wird schon ein bisschen in der Industrie angewendet für Speichersteuerung, für Schwarmspeichern.
Das hat ein Start-up übernommen da in Oldenburg und das nutzen schon diese Technologie. Und hier haben wir das jetzt angewandt auf Wärmekopplung, sprich BHKW, Wärme, Kühlanlagen und anderes zu machen. Die Kollegen aus Bremen beschäftigen sich damit auf Quartiersebene, auch die Planungsprozesse zu digitalisieren und ähnliches. Ja, und im Forschungsfeld 6, da geht es darum, ein Wärmekataster und ähnliches in der Stadt Oldenburg zu entwickeln und zu gucken, wo kann man da noch reingehen und mehr optimieren. So, dann zu den sicheren Gateways und Router als Grundlage der Meldedienste. Das ist das Forschungsfeld, wo auch DKE dran beteiligt ist und wo die Idee ist, die Standardisierung weiter voranzutreiben. Daher geht es die Verwendung des sogenannten CLS-Kanals und hier geht es im Speziell um die Mehrwertdienste für die Gebäudewirtschaft, um zu zeigen, dass die ganze Infrastruktur, die jetzt eigentlich für Energie mal ausgelegt worden war, wenn man dann ausreichende Modems mit ausreichender Bandbreite in die Gateways einbaut, auch für andere Mehrwertdienste zu verwenden sind. Und eines der Beispiele ist mit dem regionalen Wohnungsbaugesellschaft ist, die Alarm- und Notrufsysteme darüber abzulaufen zu lassen. Und Kollegen von Office und von den Firmen entwickeln Softwarearchitektur. Wir greifen da auf die Test-PKI-Infrastruktur eines unserer Partners drauf zu. Und die Idee ist dahinter, das dann in die Standardisierung und Normung zu überführen. Sprich, wir sind hier, wenn man jetzt die Digitalisierungsroadmap von Smart Metering von BMWK nimmt, schon im Cluster 3, wo es dann darum geht, Smart Home und Smart Services abzubilden und zu standardisieren. Und dann gerne auch in Zusammenarbeit mit DKE und mit der Industrie. So, ein nächster Forschungsfeld, was ich dann etwas ausführlicher vorstellen würde, das ist das nachhaltige Wärmewende an der Uni Oldenburg. Und hier geht es darum, die Lüftungsanlagen mit Lüftungsrückgewinnung, Absorptionskälteanlagen, die ganzen modernen Anlagen, die es jetzt so gibt an Portfolio, am Beispiel der Universitätscampuses, das schon in die Jahre gekommen ist. Das ist so Bauweise 70er Jahre, alles nicht gerade energieeffizient. Aber durch diese Intelligenz da, durch die Kopplung von den ganzen Geschichten immer mehr und enger anzubinden. Und hier geht es zum einen messtechnische Erfassung und Integration der Wärmewendeplattform, dann Entwicklung von Simulations- und Vorhersagemodellen und auch Integration und Evaluation von campusweiten Betriebsstrategien. Und soweit ich meine Kollegen kenne, werden diese Betriebsstrategien mit agentenbasierten Technologien und mit ein wenig KI umgesetzt worden sein. Und das Spannende daran ist, auch mit der Uni Oldenburg, da sind wir wieder beim Thema Datensouveränität. Wenn man als Forscher irgendwo an Daten ran will, zum Modellieren und Simulieren, kriegt man keine, weil alle sagen, nee, das sind meine Daten, geben wir nicht raus, auch wenn die mal in digitaler Form vorliegen. Aber hier ist ausdrücklich gewünscht, auch vom Projektträger abgestimmt, dass alle Daten, die da erfasst werden, auch als Open Data dann in einem Forschungsdateninfrastruktur der Universität veröffentlicht werden, dass dann auch andere Projekte, auch andere Forscher dann diese Daten nutzen können und vielleicht dann bessere Betriebsführungsstrategien für solche Anlagen sich entwickeln oder erforschen können. Dann haben wir noch zwei Querschnittsaktivitäten. Interessant ist die Querschnittsaktivität Q1, sprich, das geht darum, Daten zu sammeln und zu archivieren. Ist etwas anderer Ansatz als der Datencontainer, den Phoenix Contact gerade vorgestellt hat. Das schielt eher in Richtung eines kleinen Energy Data Spaces, wo dann die Daten von den einzelnen Teilprojektpartnern und ähnliches mit Gaia-X Data Space Konnektoren dann veröffentlicht und verfügbar gemacht werden. Ich persönlich finde diese Idee so charmant, vielleicht kann man es auch mit Data-Containern verheiraten in langer Sicht, ist, dass die Leute, die die Daten bereitstellen, die dann auch entscheiden können, wie lange und für wen diese Daten verfügbar sind.
Aber genau genommen, um ehrlich zu sein, kommt ja die Idee auch eigentlich aus dem Industrie 4.0 und mit Industrie 4.0 Data Spaces ist ja auch der gleiche Ansatz. Und ich glaube, die ganzen standardisierten APIs dafür, die jetzt als Gaia-X APIs verkauft werden, sind auch vorentwickelt worden im Kontext von Industrie 4.0. Und hier ist die Idee, dass alle diese Forschungsfelder, alle Daten, die sie generieren oder erzeugen, auch in so einem Data Space zur Verfügung gestellt werden. Ja, und QA2, da sind wir wieder bei dem anderen Thema aus den vorherigen Keynotes, ist Nachwuchskräftemangel, dass man keine Nachwuchskräfte hat. Und noch schlimmer ist, im Handwerk ist es ja noch schlimmer, dass man dann, sage ich mal so, wenn man zu den Handwerkern geht, zumindest vor einem Jahr verkaufen sie einem eine Gastherme, weil sie nicht wissen, wie man eine Wärmepumpe integriert und wie man die in Smart Meter Gateway-Infrastruktur zusammenbaut und ähnliches. Und da ist ein Feld, wo dann im Prinzip, wir haben so BFE, Bundesschule fürs Handwerk, wo die Handwerker Elektrik und Heizung ausgebildet werden. Die werden dann ausgebildet in diesen digitalen Technologien, die dann demnächst auf sie zukommen, damit sie wissen, wie man ein Gateway verbaut, wie man eine Steuerbox verbaut, wie man dann vielleicht das Wärmepumpe in ein Energiemanagementsystem integriert und ähnliche Sachen. Ja, zusammenfassend werden jetzt im Prinzip am Standort Oldenburg und drumherum jetzt eine Vielzahl von Fragestellungen in jetzt noch 4 Jahre erforscht und gebaut und entwickelt. Das sind 21 Partner. Das Gesamtvolumen ist relativ umfangreich mit 20 Millionen Projektvolumen und 60 Millionen Förderung. Und aus der Region haben wir sehr viele wichtige Partner dabei. Die DKI ist als überregionaler Partner dabei und hoffe, dass da auch für die Standardisierung einiges an Ergebnissen bei rauskommt. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dr. Jürgen Meister, ich danke Ihnen für Ihren Vortrag und da kommt auch schon eine Frage rein. Stichwort Wärmewende. Gibt es für die Wärmewende auch einen Zeitplan? Für unser Projekt ja, die nächsten 4 Jahre. Aber sonst ist das ja die Entscheidung der Politik, wie lange die Wärmewende geht. Aber mit aktuellen Gaspreisen und Ähnliches. Sie meinen, da würde sich der bestehende Zeitplan überholen? Das zumindest für mich privat ja. Ich habe schon Anrufe bei diversen Handwerkern getätigt. Wenn Sie aus Ihrem privaten Umfeld herausschauen, würde es für deutschlandweit einen Sinn machen, einen solchen Zeitplan sich zu geben, um dem Ganzen eine Struktur zu geben und ein anderes Tempo einschlagen zu können? Ja, auf jeden Fall. Aber das ist eher politische Geschichte. Das muss auch regulatorisch flankiert werden. Weil ich sage mal so, wenn jetzt jemand auch so diese ganze E-Fuels und Ähnliches, da ich weiß nicht, ob die Regulierung jetzt in den letzten 2 Jahren besser geworden ist, aber man wurde ja bestraft als Industrieunternehmen, wenn man da zu früh eingestiegen ist. Im Rahmen eines Forschungsprojekts funktioniert und sonst nicht. Ich sage mal so, dieses Thema jetzt in Österreich, Energetic Communities, das ist eine europäische Richtlinie und das boomt in Österreich seit 2019. Da wurde die europäische Richtlinie mehr oder weniger 1:1 umgesetzt und das geht dann ab, dass die Leute PV-Anlagen bauen, dass die Wärmepumpen sich bauen und die Energie untereinander tauschen. Und in Deutschland braucht man da 3 Anwälte und dann stellt sich heraus, dass es nicht geht oder dass es zu kostspielig ist. Zumindest so, wir hatten ein anderes Projekt, wo wir das mal versucht haben. Und da haben wir es jetzt sein lassen. Wir machen einfach nur klassisch ein paar Wärmepumpen hin und ähnliches, ohne da einen Schritt weiter zu gehen. Vielen Dank, Herr Meister, für Ihren Vortrag und die Beantwortung dieser Fragen. Dankeschön. Danke auch.